Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr entdeckten Arbeiter bei Baggerarbeiten an der Rheinmündung in Hart eine Wasserleiche. Die Bergung der Leiche wurde durch die Feuerwehr Hart, die mit dem Feuerwehrboot Föhn im Einsatz war, durchgeführt. Aufgrund der starken Verwesung der Leiche war eine Identifizierung bislang nicht möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.